Ich bin Matthias, ich bin Assistenzarzt in der allgemeinen Orthopädie. Ich bin Jutta, ich bin Notfallpflegerin hier in der Notaufnahme. Wir sind gerade im chirurgischen Schockraum auf unserem Hauptflur. Mitten in der ZNA. Mitten in der ZNA, genau. Ich meine, wir beide hatten mal einen kleinen Jungen behandelt, der eine Kopfplatzwunde hatte und war furchtbar am Heulen. Und dann ist es immer besonders schwierig, die Wunde zusammenzudrücken und festzukleben. Und Jutta hat es tatsächlich geschafft, diesen Jungen auf wundersame Weise sehr, sehr zu beruhigen. Und dann ließ sich das doch entspannt kleben und sah dann am Ende auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also viele Kinder vor allen Dingen ist ja eher so, dass die ein bisschen Angst haben vor Ärzten oder auch Krankenhäuser. Und wenn du die dann ablenkst mit irgendwelchen Serien, die heutzutage total in sind, dann kann man sich ein bisschen beruhigen und auch das wieder, dieses Miteinander, dem Arzt so ein bisschen zu helfen, entspannter zu arbeiten und dass es reibungslos abläuft. Gerade für Kinder ist es halt auch in der Notaufnahme einfach super schockierend. Ja. Ne? Alles ist hell, alles ist groß. Sehr viele Menschen. Viele Menschen, ist nicht das eigene Zimmer und dann steht da einer und will einem am Kopf irgendwas, was eh schon wehtut, auch noch mehr Schmerzen bereiten. Das ist irgendwie nicht so schön. Also Jutta ist extrem gewissenhaft und schnell gleichzeitig. Das ist halt ganz cool. Das mag ich sehr, weil am Ende ist dann der Patient perfekt behandelt. Er ist schnell entweder auf Station oder wieder weg und fühlt sich gut behandelt. Das ist halt eine optimale Kombi. Danke. Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich liebe es, mit Matthias zusammenzuarbeiten, weil du einfach, wenn du reinkommst, ist die Stimmung da, du bist gut drauf. Es ist einfach, egal wie stressig es ist, ist einfach, man kann entspannt arbeiten und man kriegt trotzdem den Stress gut hin. Und also deine Ausstrahlung ist halt einfach und fachlich natürlich sehr kompetent. Absolut, absolut. Vielen Dank, vielen Dank. Gerne. Also wenn man es in drei Worten beschreiben müsste, würde ich als einen Punkt auf jeden Fall kollegial sagen, auch wenn es ein bisschen spießig klingt. Doch, total. Das auf jeden Fall, weil, haben wir ja schon mehrfach gesagt, hat die Zusammenarbeit einfach gut funktioniert. Ich finde auch, dass also das Team insgesamt ziemlich jung ist. Also jung und dynamisch. So, im ganzen Haus, ja. Genau, aufs ganze Haus eigentlich bezogen. Und das macht Spaß. Also nicht nur unbedingt altersmäßig jung, sondern auch teilweise jung geblieben, muss man sagen. Und das macht halt Spaß, ne? Weil da ist keiner bei, der irgendwie nörgelt oder rumgrummelt oder keinen Bock hat oder so, sondern andere sind irgendwie motiviert und haben Bock auf das, was sie machen, und das macht halt Spaß. Und ich glaube, wenn das passt, dass man sich mit einbringen kann in das Team Franziskus, dass es so ein Miteinander ist und nicht eine Hierarchie herrscht. Definitiv. Ja, ich habe jetzt gleich Nachtdienst. Ab 15.30 Uhr geht's los bis morgen früh um 8 und hoffe, dass es ein ruhiger Dienst wird. So, ich freue mich aufs Wochenende, sagen wir es mal so. Ja, auch für mich steht gleich ein Nachtdienst an. Also im Endeffekt gehen wir gleich weiter zusammen in die Zusammenarbeit und gehen zurück in unseren Alltag und hoffen auf eine ruhige Nacht, dass wir entspannt, also ich habe noch zwei Nächte danach, dementsprechend hoffe ich, dass es entspannt wird und wir ruhig da durchkommen. Genau. Das ist das Wichtigste.